Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sage Branch. Wir sind auf dem Weg zu einem Baum an einer Feuerstelle, um irgendeinen Schlüssel auszubuddeln. Irgendwas von Lilien? Ich weiß noch nicht genau. Schmutzfleck unter. Ja, klar. Komm hier. Bumm. Du wühlst in dem Haufen, durchsuchst den Schmutz und findest darin einen kleinen Messingschlüssel. Aber wofür soll er denn sein? Ein Messingschlüssel mit einem schmutzigen Etikett, auf dem Lilien steht. Ist das für ihren Wohnwagen? Achso, das war der? Tja, da werde ich direkt mal gucken, wo bin ich denn jetzt? Das ist die Schule. Also dahin. Ich habe schon wieder vergessen, wo ihr Wohnwagen ist. So ein Mist. Das war, glaube ich, einer der ersten, ne? Ach so, ja, ja, guck mal hier. Sie hat ihr Schloss gewechselt, deshalb ging das mit dem Generalschlüssel nicht. Ja. So. Hallo. Oh, schön. Schön, gefällt mir. Gefällt mir Tag oh, Schlüssel. Schlüssel wofür? Reinigungsraum. Ach, das war da, wo das ganze Blut vor war. Ja. Nachricht von James lesen. Lilien, ein Mitglied der Herde, welches nicht genannt werden, mein Gott, genannt werden möchte, ist auf ein Buch gestoßen, das du bei einem Ausflug in der Stadt gekauft hast. Obwohl das Lesen von nichtchristlichem Material nicht gänzlich verboten ist, so muss ich dich davor warnen, zu viel, wenn überhaupt, weltliches Material zu konsumieren. Die gottlose Weltanschauung ist vergiftet mit ihren Versprechungen von Vergnügen ohne Folgen und Freiheit von Regeln. Aber hier lernst du wahre Freiheit, Freiheit von Sünde, Freiheit von Verdammnis und die wahre Freude an der Liebe Gottes. Betrachte dies als eine freundliche Warnung. Ich möchte das Beste für dich, Schwester. Wenn herauskommt, dass deine Lektüre deinen Glauben gefährdet, müssen wir womöglich die Regeln ändern, um dich und den Rest der Herde zu schützen. Ja, natürlich. Freak! Nachricht von Viola. Lillian, vergib mir, wenn ich zu offen spreche, aber ich sorge mich sehr um dich und ich fürchte, dass du Zweifel an den Lehren des Paters hast. Du bist jung, Lilly. Ich verstehe, was du meinst. Glaub mir. Glaub mir, aber als jemand mit viel mehr Lebenserfahrung, lass mich dir sagen, dass du an nichts zweifeln musst. Pater James ist ein Prophet des Herrn. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Okay, da haben wir nichts mehr. Da hinten haben wir noch Nachricht an Lillian. Ich weiß, dass du anfängst zu zweifeln und das ist dein gutes Recht. Pater James ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Wenn du mehr reden möchtest, bleib nach dem Abendgebet hier. Ich werde ebenfalls hier bleiben. Ich kann dir helfen. Du bist nicht allein. Ich lege mein ganzes Vertrauen in dich. Huch. Okay, von wem ist das? Wie kann sich die absolute Wahrheit so schnell verändern? Zuerst die Lehre der Reinigung, welche unveränderlich und unvermeidlich war. Schmerz als Währung, etc., etc. Dann die Lehren der alternativen Reinigung, welche die Regeln gegenüber außerehelichem Sex und Polygamie zu ändern schien, aber nur im Dienste eines reinen Körpers. Jetzt hat Pater James eine weitere Offenbarung erhalten, die er privat nur einigen von uns Frauen gegenüber ausgesprochen hat. Es wurde nicht niedergeschrieben, es wurde nicht in das Buch Sariel aufgenommen und es widerspricht direkt der vorherigen Lehre. Peter sagt, pa Peter, jo. Pater sagt, dass der Herr einen Betrüger in unsere Mitte gebracht hat, um die Kraft unseres Glaubens zu testen. Wir müssen bereit sein, unsere Hingabe gegenüber der Herde zu beweisen. Und wie Abraham mit seinem Sohn Isaak, müssen wir bereit sein, unsere Vorstellung von Moral zu opfern, um der größeren Sache zu dienen. Ist das Gottes Plan für uns, unsere Körper als Werkzeug be zu benutzen? Warum fühlt sich das nicht richtig an? Ich habe keine Ahnung, es ist einfach nur kranker Scheiß. Was ist das für eine Broschüre? Ich würde gerne die Broschüre lesen. Ja. Bist du in einer Sekte? Das ist eine beängstigende, aber wichtige Frage.
spirituelle Erfüllung und ein gemeinschaftliches Engagement sind wichtige Aspekte eines gesunden Lebens. Aber es ist möglich, dass diese sehr ungesunde und sogar gefährliche Form annehmen. Moment, nein, das ist mir. Nein, 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 nein. Gut, ihr könnt ja das einfach mal durchlesen und gucken, ob ihr auch in einer Sekte seid. Ne? Einfach mal gucken. He risked his life coming to me. Somehow he could tell that I was wavering. I'm still not sure how. He was from the FBI, he said, and he was here to investigate the group as a cult. When he said that word, I told him to go to hell. I almost went right to Father James, but I didn't. He left me a pamphlet that talked about the signs of a dangerous cult. At first, I refused to read it. What was the point? How could that have anything to do with our group? But I did read it, and even though my entire brain was screaming at me, I went back to him. Okay. Oh, gespeichert. Dann ist hier eventuell jemand vom FBI eingeschleust worden. Eventuell. Warte mal, da geht's raus. Wenn wir da wieder rausgehen, da ist das Gemeindehaus. Säuberungsraum. Ja gut, das ist die Farm. Das Farmhaus. So, komme ich hier raus? Tatsächlich nicht. Hilfe? Verdammt, wer hat denn dieses Drecksloch hier gebaut, Alter? So. Gemeindehaus, dann müsste das Farmhaus irgendwo da hinten liegen. Genau da. Ich bin relativ gespannt, was wir finden werden. Wahrscheinlich eine Leiche. Oder auch nicht. Ein schwarzer Schlüssel, in dem das alchemistische Symbol für Blut eingraviert ist. Ja gut, das passt, weil hier ist Blut. Hallo? Habt ihr Licht? Entschuldigung. Oh, hier fliegt so eine kleine Fickfliege rum, Alter. Mann. Okay, da ist Blut. Warum ist die Musik so? Sin is a debt, pain. Was? Altes, geschwärztes Blut ist in die Spalten des Atals gesickert. Okay. Oh, blutige Axt mitnehmen. Alles klar. Ich habe kein. Oh, Licht. Kein gutes Gefühl bei der Sache. So, wollen wir mal gucken. Nee, ey. Richtlinien für die Säuberung lesen. Unzulässige Gedanken. Lust. Drei Schnitte mit kleiner Klinge. Unzulässige Gedanken, Zweifel, fünf Schnitte mit kleiner Klinge. Stehlen, ein Finger oder eine Hand, je nach Wert des Gegenstandes. Willst Faulheit, zwei Schläge mit der Peitsche? Alter, ich würde so oft ausgepeitscht werden. Den Namen von Pater James oder des Herrn missbrauchen. Fünf Schnitte mit großer Klinge. Mord, Vergewaltigung, Götzendienst. Das Körperteil, das gesündigt hat. Hand, Genitalien, Auge. Was? Schatten. Ist da irgendwas? Da ist nichts. Hier ist nichts drin. Okay, wir haben eine Axt. Was gibt's hier oben noch? Aha, von hier oben hat er anscheinend gepredigt.
Hör auf damit, Spiel! Mein Gott, habe ich irgendwas? Habe ich gerade irgendwas gehört? Oh Gott, ich weiß es nicht. Was ist das für ein Schlüssel? Oh Gott, jetzt muss ich auch noch in Minen rein. Nein! Oh, ich hasse mein Leben. Das Buch Sariels. Nein, sowas will ich nicht lesen. Was gibt's hier für eine Mucke? Gar nichts. Ja, geil. Gut, wollen wir hier nochmal? Nee, geht nicht. Gut. He called it the cleansing room, where we would exchange pain in this realm for forgiveness in the next. We'd all gather in front of the altar, and one by one we would declare our sins to the flock, each of us given penance to perform in front of the others. Bloodletting, self-flagellation. I saw men break their own bones and women cut off a finger that had caused them to sin. It was true devotion, and it was terrifying and wonderful to see. Ja, krank. Kranker Scheiß. Oh Mann. Okay, also wir haben den Schlüssel für den Generator. Ich. Oh, das sind Hunde oder Wölfe. Ich schätze mal, dass wir den in der Mine nochmal einsetzen können. Da wird bestimmt irgendwo ein Generator drin stehen. Wohnwagen Hauptschlüssel, das ist der Generalschlüssel. Das aus dem Camcorder. Ist bestimmt irgendein ekliger, perverser Scheiß drin. Eine Schaufel und eine Feueraxt. Und der Schlüssel für die Minen. Gut, runterfallen können wir schon mal nicht. Das ist ja schon mal herzallerliebst. Und ich würde sagen, auf zur Mine. Auf zum Atem. Ach so. Wo war denn der? Ach, da war der. Vielleicht haben sie den nie gefunden und der versteckt sich hier unten. Weil hier ist Licht an. Oh Leute, es ist Licht an. Scheiße. Out of service. Ich glaube kaum. Huch. Du hackst mit. Was war das jetzt noch für ein Geräusch? Oh, Alter, ey. Ich glaube nicht, dass ich das will. Kann ich speichern? Ich speichere mal eben. Tschüss. Oh, fuck. Was war das denn? Oh Gott, zu welcher Seite muss ich auch? Oh Mann. Ja, geil auch. Oh, Scheiße, ey. Fahrstuhl? Nein, nee, 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 der kann ruhig hier bleiben. Boah, jetzt sag nicht, die haben da diesen Massenselbstmord durchgeführt und Pater James ist. Geflüchtet. Scheiße. Hat die Polizei hier unten wahrscheinlich gar nicht nachgeguckt, ne? Wahrscheinlich nicht. Da ist eine Bank und ein Regal. Aha! Ich wusste es. Ich wusste es. So. Generator. Hä? Hallo? Aber Generator einschalten. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, cool. Cool. Brauchen wir jetzt Gas bzw. Diesel? Moment, was war das? Warum ist denn hier alles eng? Kann ich da vielleicht mit der Schaufel durch? Nö, ne. Benutzen? Nein. Aber ich glaube, wir werden hier niemanden treffen, weil ich ebenfalls glaube, dass diese Engine nicht für Personendarstellung geeignet ist. Scheiße.
Waffen, oh. Also, warum? Was? So, Militärgewehre und Munition stapeln sich zwischen dem Strohpolster in der Kiste. Okay, das ist krank. Broschüre. Aha. Hier ist noch Broschüren drin. Okay, hier unten wurden anscheinend Ölkanister. Ja, dann kann ich jetzt erstmal hier durchs Camp laufen und ordentlich Türen ölen. Weil echt alles quietscht. So, hier sind noch mehr Waffen. Alles klar, von hier wurde Schießen geübt. Oh, nee. Auch wenn man weiß, dass hier wahrscheinlich nichts passiert. Okay, man weiß es nicht wirklich, aber ich schätze es einfach mal. Ist es verdammt gruselig. Kann ich mit dem Öl den Ge Generator einschalten? War der hier? Ja. Geht das? Das geht nicht, okay. Das ist woanders für. Aber hey. Was soll's? So. Wir können hier weiter. Immer der Blutspur folgen. Hoffentlich gehen die Batterien von der Taschenlampe nicht aus. Ah, ich verstehe. Die können wir nicht bewegen. Können wir die nochmal bewegen? Nein, komm wieder zurück. Scheiße. Ah, komm schon. Gut. Junge, Junge, der hat aber heftig geblutet, ey. Du hackst mit der Axt auf die Bretter ein, bis diese herunterfallen und einen Raum dahinter freigeben. Ein zerfallener Körper eingerollt in fötaler Position. Du streckst deine Hand aus, um ihn zu berühren, wobei eine Notiz aus einer Tasche der Leiche fällt. Okay. Ich habe dein. Was? Die Sonne ist verschwunden. Trophäe erhalten. Cool. Ich habe deine Lieferung erhalten. Ich habe gestern Abend eine Kopie des Schlüssels von James Zimmer angefertigt, aber ich glaube, Andrew hat es bemerkt. Er hat sich verdächtig benommen. Ich werde die Kopie irgendwo verstecken, damit wir beide Zugang dazu haben, für den Fall, dass etwas passiert. Schau in der südwestlichen Ecke der Maisfelder. Du wirst ihn finden. Muss ich auch noch hier Himmelsrichtung beachten, ey. I think it might have been my fault they found Peyton. We were seen together too often, maybe. But how would they know? Maybe they saw the pamphlet? I don't know. I don't know, but I can't shake the feeling that it's my fault. It doesn't matter. They found him. They told us he had decided to leave the flock. I didn't believe them, but I didn't ask any questions. After that, we moved on. It was like he had never been there at all. It scared me, but instead of trying to get away, I just let myself fall deeper in. I did my best to shut out any doubts. It was easier that way. Okay. Oh, Leute, ey. Südwestlich, ne? Ja. So, haben wir das Gas jetzt für den Generator? Warte. Doch, das war hier, ne? Ja. Aber warum? Wir haben doch jetzt eigentlich schon alles. Ach, wahrscheinlich für den Fahrstuhl, ne? Wahrscheinlich für den Fahrstuhl.
auf, schnell. Oh Gott, ich will hier raus. Gut. Oh Mann. Oh, ich hasse sowas. Boah. Südwestlich. So, wir stellen uns jetzt einmal hier vor die Dingens, wenn wir hier vorstehen. So, gucken wir. Das war falsch. So. Säuberungsraum. Wir gucken nach dort. Wo ist denn Norden ist da, dann ist Süden da. Da. Huch. Gut, es wäre relativ cool, wenn die Sonne wieder kommen würde. Ich fühle mich gerade nicht so wohl, wo ich weiß nicht, ich. Ist das hier nicht südwestlich? Moment. Achso, das ist die Hütte. Nee, das ist nicht süd. Falsch. Südwestlich, wir sind gerade an der Ecke. Wir müssen. Ich bin ver. Alles klar. Wir müssen hier hinten hin, glaube ich, ne? Schmutzfleck. So. Wir wühlen uns durch den Haufen. Ja. Ja, ist ja gut. So. Und ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge einmal versuchen, in Pater James Zimmer zu kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht was Schönes, wenn ihr könnt und irgendwo hin dürft. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.